Ich weiß, dass es für die meisten Leute kein Hobby ist, sondern irgendwie eine Belästigung. Aber es ist ein sehr spannendes Gebiet, das sich ständig ändert. Und ja, vielleicht kann ich ein paar Neuigkeiten hier vermitteln. Also es geht über die Klassifikation der Medikamentenallergien, APIP. Die Adverse Drug Reaction werden normalerweise unterteilt in 85% als Typ-A-Reaktion, wo pharmakologische Nebenwirkungen bezeichnet werden. Das ist predictable, dose-dependent und rational so genannt. Und 15% werden bezeichnet an Type B, die Mehrheit, fast eigentlich alles, mehr oder weniger, sind Drug Hypersensitivity-Reaktionen. Und die werden als nicht pharmakologischen Action bezeichnet, nicht predictable, not dose-dependent and not explainable, bizarr. Beispiel wäre das Exanthem nach dem Beta-Lactam. Und das ist eine Klassifikation, die sehr früh entstanden ist, aber immer wieder revidiert worden ist. Es gibt einige Versuche, das zu überarbeiten, aber nach wie vor, wenn man auch jetzt noch Reviews aufschlägt über Medikamentenallergie, dann heißt es immer, Medikamentenallergie sind nicht voraussehbar und sind nicht haben Dosis unabhängig etc. Immer dieser Stuss wird angefangen. Das ist ein Stuss. Ja. Weil, wenn Sie genauer hinschauen, dann sind es auch, die meisten der Medikamentenallergie sind auch pharmakologische Aktionen, sind nur Off-Target-Reaktionen. Ja. Das BI-Konzept zeigt das. Sind sie nicht predictable? Doch, sie sind zum Teil predictable. Deswegen haben wir ja in einigen Ländern eine Anweisung, wenn man Carbamazepin nimmt, B1502 zu testen oder B5701 zu testen. Das Schlimmste ist die Dosunabhängigkeit, wie behauptet wird. Aber wir wissen ganz genau, dass Medikamentenallergien sehr stark dosisabhängig sind. Je länger sie es geben, man braucht ziemlich lang, um einen Stress zu entwickeln, da muss man ziemlich lange das geben. Die meisten Medikamente, die das machen, sind Hochdosismedikamente. Und selbst wenn man eine anaphylaktische Reaktion anschaut, die bei sehr geringen Dosen auftreten kann, kann man es ja noch höher, noch mehr reduzieren und dann desensibilisiert man und dann steigert man wieder langsam. Natürlich ist es dosisabhängig. Alles ist dosisabhängig in unserer Natur. Und das ist aber ein sehr großer Fehler, weil mit dem fängt alles an, das missverstehen die Leute. Und dass er nicht erklärbar ist, ja, das ist ein bisschen eine faule Ausrede. Ja, man nennt es ja auch idiosynkratisch. Und das ist auch so ein Wort, das ich nicht sehr besonders gern mag. Also es ist wahrscheinlich, wenn man es genauer anschaut, schon erklärbar, wir verstehen es vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall ist nicht etwas zu sagen, das ist nicht explainable, ist meistens eine Erklärung für den Arzt, er kann nichts dafür. Oder für die pharmazeutische Industrie, genau das Gleiche. Das heißt, diese Klassifikation ist ziemlich falsch und dieser Misskonzept hat eigentlich zu sehr, sehr vielen, das habe ich in der Klinik oft erlebt, zu schweren Nebenwirkungen geführt, vor allem diese Dosisunabhängigkeit. Da, was Leute gemerkt haben, das Einfachste wäre sehr häufig, die Dosis zu reduzieren. Und dann geht es schon nicht, dann passiert schon gar nicht. Also, Medikamentenallergie sind dosisabhängig, bitte nehmen Sie das mit. Einige speziellen Reaktionen, IgE mit Mastzelldegranulation, können schon bei geringen Dosen auftreten, sind aber dennoch dosisabhängig, deswegen kann man desensibilisieren. Und manche Reaktionen, vor allem die T-Zell-Reaktionen oder auch die Induktion von IgE-Reaktionen, treten eigentlich bei normalen oder hohen Dosen auf. Und vor allem die T-Zell-Reaktionen sind deshalb sehr stark dosisabhängig, weil sie eine Off-Target-Reaktion ist. Nicht das ursprüngliche Target-Zielstruktur des Medikamentes, sondern eine HLA oder ein immunologischer Rezeptor ist das Zielstruktur. Und da ist die Affinität nicht so gut. Und wenn die Affinität schlecht ist, braucht man mehr hohe Dosen. Wenn die Affinität gut ist, können sie runtergehen. Und weil die Affinität oft schlecht ist, braucht man besonders hohe Dosen und deswegen geht es nur bei hohen Dosen. Die Klassifikation geht normalerweise über den Zeitablauf. Man kann sofort und verzögerte Reaktionen unterscheiden. Und das ist nach wie vor in der klinischen sehr wichtiger Schritt. Immediate
innerhalb von einer halben Stunde, manchmal kommen sie ein bisschen später, manchmal können auch Spätreaktionen relativ früh kommen, aber im Großen und Ganzen geht es innerhalb von ein paar Stunden, da kommt es zu einer IgE-Reaktion oder wenigen Stunden und die Spätreaktionen die kommen nach Tagen. Und diese Sofort-Typ-Reaktionen können Sie unterscheiden als mastzellabhängig, IgE oder über andere Rezeptoren auf Mastzellen, MCGRPX2, das ist dieser komische Mastrezeptor, Opiatrezeptor, Komplementrezeptor oder nicht mastzellabhängig. Dann werden sie über Enzyme, Bradykinin, Zyklooxygenase, eventuell Sequestrierung von Neutrophilen, das haben wir gerade unlängst gesehen, kann auch zu sehr schnellen Reaktionen führen. Der zweite Punkt ist die Spätreaktion, das kennen Sie das Slide vielleicht, das können innerhalb von Tagen auftreten, nach 2 bis 5 Tagen, nach 10 Tagen circa, das Exanthem, Stephen Johnson später und Dress oft noch später, bis zu 50 Tage nach Beginn der Therapie. Aber das ist die eine Möglichkeit, dass es unterteilen in Typ A, Typ B und die Typ B-Reaktion unterteilen aufgrund des Timings. Allerdings gibt es eine zweite Möglichkeit, die nenne ich APIP, Allergic, PI oder Pseudoallergic. Und das beruht auf was? Wenn etwas anfängt in der Medikamentenallergie, dann fängt es an über, wie bindet es an Medikament, an Protein? Das ist immer das Erste. Wie bindet es ans Protein? Das ist die Frage. Kovalent oder nicht kovalent? Das ist die entscheidende Frage in der Medikamentenallergie. Wenn Sie kovalent binden, dann habt ihr eine sehr stabile Struktur, und dann kann man es nicht sehr leicht abbauen. Dann muss man prozessieren oder mit Enzymen daran arbeiten. Aber es ist eine sehr stabile Struktur und es ist ein neues Antigen. Ja? Habt ihr genügend Platz? Da ist auch noch was. Geht's noch, ja? Um Medikamentenallergien zu verstehen, geht es nur darum, wie binden die Medikamente an Protein. Und die Frage ist, how and where? Entweder non-covalent oder covalent. Non-covalent wird normalerweise angesehen als nicht relevant. Ja, da passiert nichts. Und covalent ist das, was die Leute Angst haben, weil es dann ein Antigen gibt. Die zweite Möglichkeit ist allerdings, dass es non-covalent doch binden kann, und zwar relativ affin. Und dann, wenn es nicht kovalent an Immunrezeptoren bindet, dann haben wir ein Problem. Oder wenn es zu einem anderen Protein bindet, vielleicht hat es ein Problem oder vielleicht nicht, auf das komme ich kurz zu sprechen. Aber es geht also noch einmal, es geht darum, die kleinen Moleküle wie Medikamente, die binden und wie binden sie und woran binden sie. Das sind die beiden Fragen. Und nach diesen Kriterien müsste man eine Medikamentenallergie unterteilen. Ja? Non-kovalent, kovalent. Und jetzt haben wir eigentlich schon publiziert, 2016 in International Archives. Die Klassifikation würde also bedeuten, dass man allergic machen kann, dann macht man eine allergische Reaktion, wenn es sich um ein Antigen handelt. Das heißt, Sie müssen eine kovalente Bindung haben. Ja? Diese covalent Bindung ist Antigen, es ist actually Immunology. Und das ist das, wo wir alle fokussiert darauf. Allerdings, das ist es eben, das hier PI und Pseudoallergic ist das Relevante. Das ist das, was wir sehen. Das ist relativ selten. Eine immunologische Reaktion wird normalerweise toleriert. Was passiert, Andreas, wenn ich dir Amoxicillin gebe, 1 Gramm? Kriege ich Durchfall wahrscheinlich. Ja, und was geht jetzt mit deinen Proteinen? Meistens nichts. Nein, komplett. Alle, das ist x-mal gezeigt worden, wir sind haptenisiert. Wenn wir 1 Gramm Amoxicillin nehmen, haptenisieren wir unseren Körper. Hapten.
Bindung an Albumin, an Transferrin, überall bindet es. Ist sehr schön gezeigt worden in der Gruppe von Naisbitt. Das heißt, was passiert dann? Wir haben wieder das Antigen. Wie haben wir das Antigen? Nichts passiert. Weil darauf sind wir tolerant, oder? Wieso machen wir denn nichts? Na du, du warst ja bei mir. Wieso? Wieso? Weil mir Co-Stimulation fehlt. Wenn Sie Amoxicillin nehmen, ist es eine harmlose Substanz, die keine toxischen Signale setzt. Die verändert nur gerade das Protein, aber macht keine Immunreaktion. Und das darum ist das Ganze mit dem Haptenisieren sehr selten relevant. Und wenn es relevant ist, gibt es genügend Mechanismen, die das Down regulieren. Es gibt Direktzellen und andere Möglichkeiten, dass man nicht reagiert. Oder, was das Häufigste ist, sie machen harmlose IgG-Antikörper. IgG-Antikörper werden ja oft gefunden, werden einfach ignoriert. Aber die machen ja auch nichts. Aber das ist eine Immunreaktion, aber eine nicht schädliche, keine Medikamentenallergie-Symptome auslöst. Die andere Möglichkeit ist es, es ist aber schwierig dann, die andere Möglichkeit ist, das Medikament bindet an Immunrezeptoren. Immunrezeptoren sind was? HLA-Moleküle, T-Zell-Rezeptoren oder, kannst noch einen Immunrezeptor, nicht immer du, ich nehme das andere auch noch dran, gell? Nicht? Ja? Anderen Immunrezeptor, Immunglobulin, sag's. Das Immunglobulin. Ja, und das passiert ja auch. Ja, passiert ja auch. Und das wäre die zweite Möglichkeit, dass das Reaktionen auslöst. Und die dritte Möglichkeit ist, dass das Medikament nicht an einen Immunrezeptor bindet, sondern eine funktional relevante Substanz, ein Off-Target, ein Maßrezeptor oder sonst etwas und dann Symptome auslöst, wie Pseudoallergie, das kann heterogen sein. Sprechen wir kurz über das BI. Das BI ist das, was vor 20 Jahren mal beschrieben worden ist. Und das bedeutet nichts anderes, dass das Medikament zufällig, das ist nicht intensiviert, zufällig an einige von den verschiedenen Rezeptoren, die da sind, bindet. Wir haben ja 10 hoch 7 verschiedene T-Zell-Rezeptoren pro Person. Und da findet man schon ein Protein, wo was reinpasst. Ja? Meistens passiert dann dennoch nichts. Manchmal passiert etwas, je nachdem, wie stark es reinpasst. Und wir haben 30.000 bis 40.000 unterschiedliche HLA-Moleküle in der Population. Wir selber haben nur ungefähr 14 bis 20 pro Person. Aber immerhin, da gibt es auch gute Möglichkeiten, dass man einige Leute darauf reagieren. Und deswegen ist HLA-Typisierung typisch für Medikamentenallergie, dass besondere Allele besonders gut binden. Also, das Medikament kann den T-Zell-Rezeptor binden, dann PI-T-Zell-Rezeptor, oder das Medikament bindet das HLA-PI-HLA. Und noch einmal, das ist eine abnorme Off-Target-Reaktion. Wieso? Weil die Konsequenz nicht eine ist von der Zielzelle, wo das Medikament dran bindet, sondern immer die T-Zelle reagiert. Und deswegen, es fängt an mit einer pharmakologischen Reaktion und dann kommt eine Immunreaktion. Und die Immunreaktion ist das wir dann sehen. Auch nicht immer. Und da sind viele Fragen noch offen, wieso wir nicht immer reagieren. Das Wichtige ist nun, das PI ist sehr wichtig für die schweren Reaktionen oder die schweren MPE. Dress oder Steven Johnson et al. Sind eigentlich, wenn man sie untersucht hat, waren sie immer PI-bedingt. Ja? Das ist Carbamazepin, Lamotrigin, Minocyclin, Piperacillin, Salzaspirin etc. Das ist eben wichtig. Das heißt, die schweren Reaktionen sind PI-bedingt. Die ganzen T-Zell-Klone bei Steven Johnson, die man jetzt gemacht hat, waren alle PI-bedingt. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Bei MPE, zum Beispiel wenn man ein typisches Hapten nimmt und ein Hapten ist es Amoxicillin. Da würden Sie ja denken, wenn ich Amoxicillin nehme, dann mache ich eine Hapten-Reaktion. Ja, und da habe ich ein typisches Zeichen für eine Medikamentenallergie. Nun, der Daniel hat das mit seiner Doktorandin, der Natascha, genau untersucht. Das ist hier. Und das hat eigentlich sehr schön gezeigt, dass Haptene
schon auslösen, gebunden werden, aber nur dann wahrscheinlich relevant sind, wenn Sie eine Virusinfektion haben. Ja, Sie brauchen nämlich die Co-Stimulation. Habe ich doch gerade gesagt. Hab den alleine reicht nicht. Sie müssen Co-stimulieren. Und die Co-Stimulation wird gemacht von Virusinfektion. Da haben Sie sowohl das Antigen, die T-Zellen werden aktiviert, wie auch die APCs werden aktiviert, die dendritischen Zellen aktiviert. Und jetzt haptenisieren Sie die aktivierten Zellen und dann reagieren Sie. Und wenn Sie dann aufhören mit der Aktivierung, dann reagieren Sie nicht mehr. Wenn Sie nicht, in manchen Fällen haben Sie doch eine starke Memory entwickelt, aber nicht so häufig. Okay? Und der zweite Punkt ist, wenn man dann genau hinschaut bei diesen Haptenreaktionen, Amoxicillin oder beim Piperacillin zum Beispiel, ja, dann findet man auch, dass wenn man die Zellen genau untersucht, die T-Zellen und die ALA, dass wieder eine PI-Reaktion ist. Keine kovalente Bindung, sondern wieder PI-Reaktion. Das heißt, ein Medikament, das als Hapten funktionieren kann, kann dennoch als PI reagieren, weil PI immer das Erste ist. Es fängt ja immer mit PI an, es fängt ja immer mit non-kovalenter Bindung. Wenn etwas bindet, zuerst non-kovalent. Und es dauert 2 bis 3 Stunden, bis die kovalente Bindung gemacht ist. Ja, es dauert 2 bis 3 Stunden, es gibt schöne Daten darüber. Und erklärt mir jetzt die Anaphylaxie innerhalb von einer Sekunde, 10 Sekunden, 20 Sekunden, wenn Sie es initiieren, wenn es 2 Stunden dauert. Wer kann das jemand erklären? Niemand. Deswegen haben wir gesagt, es gibt ein Fake-Antigen. Aber das komme ich später. Okay. Das ist die Co-Faktoren ganz noch einmal. Sie haben higher expression of co-stimulatory molecules bei APCs during viral infection. Die co-stimulation signals provided to drug hyperreactive T-Cells. Und dann haben Sie drug hypersensitivity. Das ist hier summariert. Das haben wir auch publiziert, gerade jetzt unlängst in Allergy. Also es ist klar, jeder Mensch wird haptenisiert. Wir reagieren normalerweise nicht. Wenn Sie Kofaktoren, dann reagieren Sie leichter. Und ein Wesen, der häufigste wahrscheinlich ist die virale Infektion, weil es eine generelle Immunreaktion ist. Bakterielle Reaktionen sind meist eher lokal. Aber bei Viren kommt es oft zu einer generellen Reaktion. So. Die zweite Message, alternative Immunstimulationen können die Reaktionsbereitschaft und Dosisabhängigkeit der Immunreaktion auf Medikamente verändern. Über T-Zellen, via Hapten und auch via PI. Ich habe das erklärt in dem Paper, das ist zu viel hier genau. Und ein typisches Beispiel wäre das Exanthem bei frühkindlichen Virusinfektionen und Beta-Lactam-Exposition. Wenn Sie später, die haben ja nur reagiert, weil sie damals eine Co-Stimulation gehabt haben. Reagieren Sie nachher nicht mehr. Jetzt, ein Problem in der Medikamentenallergie ist, wie kommt es zur gleichzeitigen Manifestation von zytotoxischen, eosinophilen, neutrophilen Entzündungsreaktionen? Das ist hier also ein Beispiel. Der hat eine Hepatitis, sieht man, schwerstes Exanthem, zum Teil auch Pusteln und eine massive Eosinophilie. Der hat also alles gehabt. Das widerspricht ja eigentlich unserem Konzept, dass die Immunreaktion stark reguliert ist und eigentlich genau folgt den Regeln APC-Stimulation und dann bei den T-Zellen ausgewählt, wie sie reagieren sollen. Das ist das Schöne an der Immunreaktion, dass sie sehr selektiv und sehr clever ist. Aber beim PI, beim Medikamentenallergie, hat man plötzlich alles. Ist ein Chaos. Wieso? Weil es eigentlich nicht vorgesehen ist. Es ist nicht vorgesehen, dass wir so viele Medikamente haben, die mit unseren Immunrezeptoren binden können. Das ist etwas nicht Erwartetes. Konnten wir auch in der Evolution uns nicht vorbereiten auf diese Milliarden von Chemikalien. Und das kann man erklären in diesem System hier. T-Zellreaktionen in Medikamentenallergie. Und dass das PI nicht eine Art Reaktion ist, sondern verschiedene. Das Medikament bindet sich an das HLA-Molekül hier, an HLA-Molekül außen vielleicht.
es bindet vielleicht einen T-Zell, entschuldige, das ist hier der HLA. HLA kommt wirklich oben, das ist der T-Zell-Rezeptor, das ist hier das HLA hierher, das HLA mit, zusammen mit dem Peptid, oder es wird ein verändertes Peptid präsentiert. X verschiedene Methoden gibt es, Möglichkeiten gibt es. Wir kennen die gar nicht alle. Aber die sind ganz unterschiedliche Konsequenzen. Wenn Sie jetzt das machen, das hier, dann, das ist das Häufigste, dass irgendwie das HLA verändert wird. Und was passiert? Herr Kain, was passiert denn, wenn man das HLA verändert und Sie machen eine Immunreaktion, sind exponiert? Dann machen Sie eine Alloreaktion. Ist sehr schlimm. Und Medikamentenallergie ist nichts anderes als eine modifizierte Alloreaktion oder eine mitigierte Alloreaktion, weil es ja nur transient ist und weil die Bindung labil ist. Aber es dauert, aber es ist mehr oder weniger. Und deswegen ist auch die Klinik so ähnlich. Ja, das wäre das der Fall. Aber es kann auch sein, dass das Medikament hierher bindet. Und wenn es daran bindet, könnte es sein, dass es sehr affin wird und dieses Co-Rezeptor wird gar nicht mehr benötigt. Und dann kommt es zur Eosinophilie, weil dann wird, ist ja allerdings eine Hypothese, muss ich sagen, das ist, was andere ist schon recht gut, aber das mit der Hypothese, das ist, was ich jetzt sage, ist eine Hypothese, und zwar, dass es hier zu einer Veränderungssignalgebung gibt, und zwar, dass die T-Zellrezeptor ohne Co-Rezeptor und CD4 und CD8 stimuliert werden und dann IL-5 produzieren. Haben wir auch gerade unlängst publiziert. Ja. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die mehr IL-5 machen, Graft versus Host-Type-Reactions machen mit Zytotoxizität ganz massiv. Und eigentlich, ich kenne keine T-Zell-Reaktion an Medikamentenallergie, die nicht Zytotoxizität aufweist. Alle weisen Zytotoxizität auf. Aber plus IgE, plus Eosinophilie, plus Neutrophilen, plus Monozytenstimulation. Aber eigentlich sind sie alle prinzipiell primär zytotoxische Reaktionen. Und dann dazu noch anderes. Certain PI Stimulations induce Cytotoxicity häufig. Das ist das, diese hier Form B, C, D, E, F. Andere induzieren IL-5 und Eosinophilie. 50% der Fälle mit Medikamentenallergie haben Eosinophilie. Und der Komplex klinischen Picture of Drugs occurs, weil mehrere Reaktionen gleichzeitig passieren. Und deswegen haben sie diesen Patienten, den ich gerade gezeigt habe, der granulozytöse Reaktion gehabt hat, Eosinophilie gehabt, zytotoxische Reaktion gehabt, die Leber war kaputt, nächsten Tag ist er transplantiert worden nach dem Botfoto. Ja. Viele Medikamenten starten als pharmakologische Off-Target-Reaktion, welche Immunrezeptoren direkt stimulieren und dadurch eigenartige, sind eigenartige Reaktionen. Wieso sind sie eigenartig? Klar, ich habe es Ihnen ja schon gesagt, weil es ja nicht abnorm ist. Es ist nicht das Normale, was wir machen wollen. Das Immunsystem ist ja normal, aber was wir machen mit unseren Medikamenten, und das ist was anderes, ist abnorm. Und deswegen gibt es das klinische Bild, ist ja auch abnorm. Weil jeder, wer mal einen Patienten gehabt mit einem schweren Stress, hat nur den Kopf geschüttelt. Was passiert denn da, denkt man sich? Ein kleines Medikament und er macht Selbstmord mehr oder weniger. Und diese Immunreaktionen sind charakterisiert durch Zytotoxizität fast immer. Also ich habe keine Fall gesehen, wo es nicht vorkommt. Aber insgesamt Eosinophilie und vielleicht Granulozytenstimulation, wobei wir nicht genau wissen, genau wie das zustande kommt. IL-8 spielt eine Rolle, aber auch IL-36, wir wissen nicht ganz genau was. Die nächste Take-Home-Message: Die verschiedenen Immunstimulationen entsprechend Gell und Coombs treten in GDH gleichzeitig auf, was widersprüchlich ist. Weil was ich auch gezeigt habe mit diesem früheren Bild, ist, dass eigentlich es keine eosinophile Entzündungsreaktion auf der einen Seite ist und Granulozyten auf der anderen Seite, sondern es ist gleichzeitig alles. Auf den End schaut es manchmal ähnlich aus. Aber die Eosinophilie bei Medikamentenallergie ist meistens kann bedeutend höher sein als bei schweren Allergien. Es kommt schon Ausnahmen vor, aber oft spielt dann eine Superantigen eine Rolle. Und die sind auch wieder besondere Stimulationen.
Und die Gellin-Kumbis-Klassifikation mit DR1, DR2, mit Mono-Eos-Zytotoxin und BMN-Stimulation beziehen sich nur auf die protein-antigen-stimulierte Immunreaktion, nicht auf die abnormale PI-Stimulation der DA. Und die PI-Stimulation ist das Wesentliche. Und dann, wenn Sie eine Eosinophilie feststellen, dann können Sie auch sagen, bei dem Patienten liegt höchstwahrscheinlich eine PI-Stimulation vor. Ist nicht eine harmlose, und PI-Stimulationen sind die gefährlicheren. Und deswegen ist sie auch assoziiert. Hohe Eosinophilie mit Medikamentenallergie ist mit schweren Verlauf assoziiert. Jetzt, das Gastroskop für den Gastroenterologen ist das Labor für den Immunologen, Allergologen. Stimmt's, Herr Kahin? Gell? Gell? Das stimmt, oder? Ja. Ja, genau. Und deswegen, leider hat nicht jeder Immunologe eine zelluläre Analyse zur Verfügung. Leider nicht, gell? Aber was haben Sie denn? Na, ich habe das gegründet, nicht umsonst, weil ich gemerkt habe, dass es sowas braucht. Ich habe es sehr gebraucht in meiner klinischen Erfahrung. Und das habe ich natürlich dann mit mehr oder weniger habe ich gedacht, okay, das muss man auch anderen Leuten mehr und mehr zur Verfügung stellen, und das geht am besten mit einer Firma. Nicht, wenn ich es irgendwo lokal mache in der Uni. Und das ADRAC, da hatte jeder Zugang. Und das wurde von mir gegründet mit meiner Frau zusammen. Und das Ziel war eigentlich, Medikamentenallergie, chronische ODK und Immundefizienz genauer abzuklären. Und da machen wir ganz kurz jetzt noch, machen Zyto-LTT. Das ist der Test, den wir sehr viel einsetzen in Medikamentenallergie, den BAT, den CU-BAT von Serumfaktoren bei chronischer Urtikaria, um mit Autoimmundeterminante zu definieren, die Serologie. Und die sind, das Besondere ist, dass diese S eigentlich nicht von anderen Labors nicht offeriert werden, oder sehr wenig offeriert werden. Die werden nur noch, weil sie aufwendig sind, werden nach Appointment. Wir machen auch Serologie, aber das ist nur das rare Antigen, Advice von Non-Specialist, und all sind werden reimbursed. Wir machen natürlich auch was für die pharmazeutische Industrie, aber das ist vielleicht weniger relevant hier. Aber vielleicht gelingt es uns, den BAT, der nicht so optimal ist, zu verbessern, indem wir jetzt neue Strukturen erworben haben, und schauen mit denen, ob wir da besser stimulieren können. Und wieso? Meine Meinung ist, dass wir das herausfinden, was passiert, ist sehr wichtig, und es sind meistens sind das eben PI-Reaktionen, und deswegen erklärt es das auch, dass PI-Reaktionen brauchen nur dazugeben ins Medikament und plötzlich explodiert was. Deswegen geht der LTT, weil es PI ist. Ja? Und die sind also sehr wichtig, die können in vitro durchgeführt werden, sie sind sehr aufwendig, leider aufmerksam, sie sind teuer, sie sind auch teuer für uns. Es wird immer gesagt, wir sind sehr teuer. Eigentlich, ich finde auch, dass wir teuer sind. Aber wir sind nicht teuer für das, was wir machen. Wir machen bei jedem Test, wenn wir sehen, über 65 ELISAs. Jeder Test, den wir beim Zytel, über 65 ELISAs werden gemacht. Pro Test. Also insofern ist es nicht so teuer. Die entsprechenden Tests sind an der Grenze zwischen Forschung und Diagnose, und man braucht Erklärung. Dazu sind wir ja da. Und nicht die Quantität, aber die individuellen Tests sind interessant für uns. Und deswegen machen wir eine Art Personalized Laboratory. Wir können immer anrufen und sagen, ich habe diesen Patienten so und so. Und Herr Weilemann macht das gelegentlich, ist sehr dankbar, sehr schön. Und dann geht es ganz gut, kann man sagen, so und so kann man weitermachen. Das finde ich sehr wichtig. Und das ist, wir sind jetzt hier, um die Information über Testmethode zu erläutern. Weil es ist sehr wichtig, dass es versteht, was da los ist. Es ist sehr wichtig, dass die Indikation versteht, weil es ist ein aufwendiger Test, den Hintergrund versteht, die Interpretation, die Limitation. Der Test ist lange nicht perfekt. Es ist besser als vieles, was wir haben, aber es ist eine Limitation, und die können diskutieren. Im Übrigen, da bin ich ein bisschen stolz darauf, ich bin ja oft herumgekommen, aber ein Vergleich zeigt, dass die Iatrogene im Erkrankungen am konsequentesten in der Schweiz abgeklärt werden. Bei weitem, in der ganzen Welt weit. Selbst in Japan nicht. Das einzige Land, wo es noch relativ kompetitiv ist, ist Taiwan.
Und deswegen, weil die alle Leute immun, die haben ein Programm, dass alle Leute immun phänotypisiert werden, also genetisch. Die haben die ganze Bevölkerung, damit ja niemand mehr 1502 Stephen Johnson macht, haben das etabliert und durchgezogen. Jetzt, am Schluss tue ich immer gerne eine Frage stellen. Und eine schwierige Frage. Wieso sind PI-Stimulationen gefährlicher und dennoch oft schwierig nachzuweisen? Das ist ja das, was ich gesagt habe. PI ist nicht gefährlicher, nach wie vor ist aber die Medikamentenallergie nicht in jedem Fall klar. Das Problem ist, habe ich versucht hier darzustellen, das Problem ist in PI, das Medikament interagiert mit den Immunrezeptoren im Allgemeinen nicht mit einem gewissen Peptid. Also das Medikament bindet hier ran an den Immunrezeptor, ja, und nicht an ein Peptid. Und das macht dann die Reaktion aus. Jetzt, wie viele von diesen Immunrezeptoren hat es pro Zelle? Pro Zelle hat es 20.000 bis 200.000. Das heißt, wenn es daran bindet, haben sie 20.000 bis 200.000 verschiedene Veränderungen. Weil der Immunrezeptor verändert worden ist. Und nicht das Peptid. Bei der Antigenreaktion wird natürlich das Peptid verändert. Und dann haben sie normalerweise 200, 300 Peptidveränderte. Das heißt, aber diese Peptidveränderung hier, die ist sehr stabil und die reicht schon aus, wenn sie mit der Zeit, dass sie eine Immunreaktion machen. Diese hier ist sehr stabil. Diese hier ist weniger stabil, aber viel, viel mehr. Also die Dichotomie zwischen Stärke und die Menge, die Affinität und die Menge, das macht es aus, dass es so schwierig wird. Das ist deswegen manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Es ist nicht unsere Schuld, dass wir schlecht arbeiten im Labor, sondern es ist einfach, das System ist schwierig. Ja? In Kontrast ist der Plug-Forms and Antigen, das ist alles. Mehr Immunrezeptoren betroffen, deswegen ist es mehr gefährlicher, potenziell. Und wenn es noch richtig gut bindet, wie bei Carbamazepin oder bei Phenytoin, dann bumm, ja. Oder, aber es ist auch lower affinity, binding affinity und that is actually sicherlich sehr häufig auch der Fall, wo man es gar nicht merken. Weil wenn wir ein Medikament binden, die binden immer ein bisschen das PI, aber das merken wir gar nicht. Okay? Verstanden? Markus? Ja, oh, wunderbar. Gut. Also, und der letzte Punkt, bevor wir zum Ende kommen. Die Medikamentenallergie wird oft, gibt es einen Unsinn zu sagen, es ist abhängig von der Provokation. Das ist Golden Standard. Ich bin ein großer Gegner von der Provokation aus ethischen Gründen. Was ich würde mir nicht gern provozieren lassen, damit ich weiß, hat der Papa jetzt eine Allergie oder nicht. Das bin ich sehr schwierig, finde ich das, und habe oft schon Diskussionen gehabt, aber ich habe auch nie publiziert mit Provokationen. Das war gegen meine Ethik, wo ich Rechtsschwierigkeiten gehabt habe in amerikanischen Journals. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Provokation nicht genügend ist, weil da habe ich euch das Beispiel gezeigt von der Co-Stimulation. Wenn Sie einen Virusinfekt haben, da reagieren Sie. Und ohne Virusinfekt nicht. Ich kann nicht jedes Mal sagen, ja, ich provoziere es und warte, bis wir einen Virusinfekt haben. Oder machen wir beides. Geht ja nicht. Und es ist sehr, sehr wichtig, diese Co-Stimulation. Und deswegen bin ich sehr skeptisch. Eine negative Provokation ist meiner Meinung nach kein Beweis dagegen. Also, und deshalb, es ist eine Verbindung von Geschichte, Anamnese, Erfahrung mit dem Medikament, Erfahrung mit den Symptomen, die Co-Faktoren, manchmal wissen sie, manchmal nicht, in vitro und Skin-Tests und Provocations. Bei den Provocations bin ich allerdings wiederum eine sehr dafür, alternative Provokationen zu machen, wo ich weiß, es reagiert nicht. Weil das ist sympathisch, dass ich den Patienten sagen kann, schauen Sie, wir haben jetzt eine Reaktion festgestellt, mit höchster Wahrscheinlichkeit reagieren Sie darauf, aber das hier kann ich Ihnen jetzt geben, probieren Sie das, das tolerieren Sie und dann haben Sie, können Sie das nächste Mal das vernehmen. Dann hat er auch Informationen, die ihm auch hilfreich ist. Also, alternative Provokation bin ich sehr dafür. Und am Schluss haben Sie ein ganz gutes Label und können dem Patienten auch sagen, was er machen soll. Und hier, das ist eben die Botschaft von mir, Physician, Allergologist,
Einzel Laboratory und in manchen Fällen kann unser Labor was helfen. So, herzlichen Dank.